Nach dem Bezirksrat Joachim Lipschütz spricht Berlins gewählter, aber von den Sowjets nicht bestätigter Oberbürgermeister Ernst Reuter. Ihr Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. In Niedersachsen ist Zuversicht gefragt. Für die SPD-Anhänger hier ist klar, Stefan Weil bleibt an der Macht. In Cuxhaven tritt Martin Schulz zunächst allein vor die Menge. Sein höchst eigenes Bad im niedersächsischen Optimismus. Das kann er gut gebrauchen für das, was in nächster Zeit kommt. Wir haben eine staatspolitische Verantwortung, jawohl. Eine starke Opposition gegen die Regierung ist eine staatspolitische Verantwortung, die wir annehmen wollen. Von Opposition in Niedersachsen will der Ministerpräsident nichts wissen. Auftritt Stefan Weil. Seine Botschaft, Bundestagswahl abhaken. Gestern war gestern. Nach vorne schauen. Jetzt, liebe Freundinnen und liebe Freunde, geht es um uns in Niedersachsen und nur um uns in Niedersachsen. Weil greift den politischen Gegner an. Der Übertritt der grünen Elke Twesten zur CDU verstoße gegen demokratische Grundsätze. Über Mehrheiten dürften ausschließlich die Wähler bestimmen. Ich will reden über die niedersächsische CDU. Wenn eine große demokratische Partei in Niedersachsen derart fahrlässig mit einer Grundregel in unserer Demokratie umgeht, obwohl wir doch sowieso in 3 Monaten neu gewählt hätten, dann verdient sie meines Erachtens nur eins, nämlich die Quittung. 5 Jahre Opposition, 5 weitere Jahre Opposition im niedersächsischen Landtag. Weils erklärtes Ziel, die SPD zur stärksten Kraft im Landtag machen und mit der Koalition aus Rot und Grün weiterregieren. Ob sich diese Zuversicht am Ende auszahlt, auch darüber bestimmen am 15. Oktober ausschließlich die Wähler.